Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect. Wir sind ja jetzt wieder zurück in Sous Hope. Von dem Torianer befreit, den haben wir in der letzten Folge platt gemacht. Eine uralte, aber leider immer noch fehlgeleitete Kreatur, die einfach alle Menschen versklavt hat. Ja, was haben wir dann hier? Wir sprechen mal mit Julia und Lisbeth, mal schauen, was die uns zu sagen haben. Sie haben die meisten der Infizierten gerettet. Es wird dauern, bis die physischen Wirkungen weg sind, aber sie werden es überstehen. Das ist Vielen gut. Dank. Bitte. Es wird nicht leicht, aber dies wird unser neues Zuhause. Ah, danke nochmals. Die Daten werden sehr wertvoll sein, wenn ich hier wegkomme. Das ist gut. Hoffentlich lässt man uns mal eine Weile in Ruhe. Ich hoffe, dass man uns jetzt in Frieden lässt. Ja, das sind die normalen Flüchtlinge. Die Infizierten sind offensichtlich, naja, krank oder so. Ah, nee, Ledra haben wir noch. Dass ich jemals so froh sein würde, jemanden vom Militär zu sehen. Bitte verzeihen Sie mein Verhalten. Aber unter dem Einfluss des Turianers hatte ich keine Macht über meine Gedanken. Ja, welche Pläne haben Sie jetzt? Was werden Sie jetzt nach den Kämpfen machen? Vielleicht bleibe ich und versuche, meine Verluste zu kompensieren. Ich könnte schon in wenigen Wochen neue Waren empfangen. Vielleicht wird diese Kolonie doch überleben. Auf Wiedersehen. Ja, dann mach's gut. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, für dir auch. Danke für alles, was Sie getan haben. Bitte. Sie haben versucht, sich hier ein Leben aufzubauen. Und geblieben sind Ihnen nur Ruinen. Ich kann wieder klar denken. Danke, Commander. Ja, habe ich gern gemacht. Und du? Anna? Danke, Commander. Es tut gut, wieder frei denken zu können. Auch nur ein Kolonist. Ich gucke mich hier mal um. Normalerweise, außer einem Danke, wird es wahrscheinlich hier nicht geben. Auf das Danke selbst bin ich nicht unbedingt angewiesen. Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Bitteschön. Endlich bin ich frei. Danke, dass Sie meinen Verstand befreit haben. Gern geschehen. Ich bin frei. Endlich bin ich frei. Ja, das weiß ich. So, wir können hier mal gucken. Jetzt hänge ich fest. Jetzt geht's. Okay. Hier lang. Hier steht keiner mehr. Muss ja auch nichts mehr bewacht werden. So, wir werden uns jetzt auf dem Weg zur Normandy machen. Und dann, ja, von hier abhauen. Wir waren lang genug auf diesem, ja, verseuchten Planeten, kann man es nennen. Zwar ist die Gefahr durch den Turianer jetzt weg, aber ich will nicht unbedingt länger bleiben als nötig. Oh, hier sind noch Arcelia und Shiala. Ich habe dagegen angekämpft, aber alle eigenen Gedanken waren so schmerzhaft. Oha. Ich werde tun, was ich kann, um der Kolonie in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen. Ich schäme mich für die Leiden, die diese Leute ertragen mussten. Ja, das hatten wir ja alles schon. Leben Sie wohl, Shiala. Leben Sie wohl, Commander. Ich wünsche Ihnen Glück für Ihre Suche. Danke. Gut, wir begeben uns jetzt zurück zur Normandy. Es wird Zeit. Hier dürfte nichts mehr sein, ne? Hier waren wir ja auch nie wirklich lang gegangen. Das ist ja nur der Bogengang. Kleine Containerkolonie. Trotzdem mit großen Bauten eigentlich. Aber ja, alles noch im Bau. Es wird einige Zeit brauchen, bis alles hier wieder normal läuft. Das macht nichts. Hauptsache es gewirrt. Danke, dass Sie uns befreit haben. Gern geschehen, gern geschehen, gern geschehen. Immer wieder gern. So. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr. Ich war so lange nicht mehr hier bei der Normandy. Da wird es jetzt langsam mal Zeit, wieder zurückzugehen. Lalalalalala. Hier lang? Da lang. Doch, ist richtig. Da hinten ist sie. Unser schönes Schiffchen. Sieht gar nicht so groß aus, aber drinnen ist doch ein bisschen Platz. Ein bisschen mehr als hier, wie es hier außen aussieht. Andererseits ist es eigentlich fast immer noch zu klein für die Crew. Wenn die Stasis kann man nicht wehren, wüsste ich gar nicht, wo die alle schlafen sollten. Kommt die alle an Bord? Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Wunderbar. Commander, Sie wirken so blass. Leiden Sie unter den Nachwirkungen der Dechiffrierung? Nein, nein, ich fühle mich nur ein bisschen komisch. Die Dechiffrierung hat mich mitgenommen. Ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich besitze große Fachkenntnisse über die Proteaner. Wenn ich jetzt unser beider Bewusstsein verbinden würde, können wir vielleicht einige Bilder deuten. Naja. Ich denke mal, tun Sie es. Versuche es wert. Aber beeilen Sie sich, wir haben nicht viel Zeit. Entspannen Sie sich, Commander. Umarmen Sie die
unmöglich. All die Zeit, all meine Forschung. Ich hätte nie gedacht, dass... Tut mir leid. Diese Bilder waren so real. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Erfahrung so intensiv wäre. Wow. Sie haben einen bemerkenswert starken Willen, Commander. Was Sie durchgemacht und gesehen haben, hätte jemanden mit schwächerem Willen vernichtet. Was heißt das? Kommen Sie zum Punkt. Was haben Sie gesehen? Der Sender auf Eden Prime muss stark beschädigt gewesen sein. Es fehlen große Teile der Vision. Die Daten, die dem Commander übertragen wurden, sind unvollständig. Sind Sie sicher, dass darin kein Hinweis enthalten war? Mhm. Irgendetwas, das wir übersehen haben? Sie wissen schon alles, was ich gesehen habe. Sie hatten recht bezüglich der Reaper. Die Proteaner wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Reapern, dem Verschwinden der Proteaner und der Röhre. Aber ich habe nichts Bestimmtes gesehen, das uns helfen könnte. Oh, und jetzt? Was machen wir jetzt? Im Grunde habe ich ja die in Ihren Visionen enthaltenen Daten lesen können. Zumindest das, was da war. Aber etwas fehlte eben. Saren muss die fehlenden Informationen haben. Vielleicht hat er einen anderen Sender gefunden. Wenn wir die fehlenden Daten der Vision finden könnten, dann... Oh... Tut mir leid. Diese Verbindung ist sehr... anstrengend. Ich sollte mich auf die Krankenstation begeben und mich etwas hinlegen. Dr. Chakwas sollte Sie besser untersuchen. Ja, sehe ich das auch so. Das ist nicht nötig. Ich brauche nur etwas Ruhe. Etwas Stille. Na gut, dann leg dich wir hin. Wir sind hier fertig. Wegtreten. Ich habe den Bericht über Pharos gesendet, Commander. Soll ich Sie zum Rat durchstellen? Ja, immer her damit. Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Commander, Exo-Jenny hätte uns von dem Torianer erzählen sollen. Dann hätten Sie es wesentlich einfacher gehabt. Nur schade, dass Sie ihn nicht für Studienzwecke gefangen nehmen konnten, anstatt ihn zu vernichten. Na, es war besser so. Auf jeden Fall. Der Torianer kontrollierte die Gedanken seiner Umwelt. Er hätte jeden, der ihn hätte untersuchen wollen, genauso kontrolliert. Vielleicht hatten Sie gut daran, so zu handeln. Immerhin konnten Sie die Kolonie retten. Aber natürlich wurde sie gerettet. Shepard würde so ziemlich alles in Kauf nehmen, um eine menschliche Kolonie zu retten. Ich helfe allen. Es hatte nichts damit zu tun, dass es Menschen waren. Diese Leute brauchten einfach Hilfe. Bewundernswert. Aber manchmal müssen Spectres auch brutale Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass Sie dazu fähig sind, wenn es darauf ankommt. Leben Sie wohl, Commander. Wir warten dann auf Ihren nächsten Bericht. Danke. Ja, also ich bin eigentlich immer noch der Meinung, dass wir hätten auch alle abschlachten können ohne Probleme, ohne die Gasgranaten zu verwenden. Aber ich bin der Meinung, dass das absolut der falsche Weg gewesen wäre. So, gut. Wie gesagt, nach jeder größeren Mission schauen wir uns unsere Leute an, gucken, was es so Neues gibt, wandern durch das Schiff, bevor wir weiterfliegen. Entsprechend werden wir auch das jetzt in Angriff nehmen. Erstmal sprechen wir mit unserem Piloten. Hey, was Commander, bitte achten Sie beim nächsten Mal darauf, dass wir nicht mitten in einer Kolonie mit Mutanten-Zombies landen. Nur so am Rande erwähnt. Nee, ich versuch's. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so sie gut ist das Bett. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte okay. Probleme. Ich muss gehen. Bis dann. Joker, den Spitznamen hatten wir eigentlich auch Commander, schon, oder? Commander, etwa ja? Noch eine Frage? Ja. Warum nennen Sie alle Joker? Weil es viel kürzer als Lieutenant Jeff Moreau der Allianz. Sie erinnern mich. Also gut, ich habe mir ich den... Ich muss gehen. Bis dann. Dann, tschüssi. Gut, wir schauen mal, ob Presley was hat für uns. Ja, bitte, Commander. Nichts Besonderes. Gute Arbeit. Okay, gehen wir mal weiter. Weitermachen, Presley. Jawohl. Jawohl, Sir. Plüm, plüm. Gehen wir mal runter auf die zweite Ebene und schauen mal, was die Leute unten sagen. Kaidan müsste unsere erste Anlaufstelle sein. Der müsste hier irgendwo rumstehen. Davon ist er. Hey, Kaidan. Brauchen Sie was, Commander? Gib mal eine taktische Einschätzung. Was denken Sie über die letzte Mission? Ich bin nur froh, dass es nicht mehr Aliens wie den Torianer gibt. Ich glaube nicht, dass mein Magen das ertragen würde. Einer meiner Cousins führt ein Landwirtschaftsunternehmen. Ich habe daran gedacht, mich bei ihm zu melden. Vielleicht kann er ein paar Lieferungen nach Pharos organisieren. Ich meine, da sie jetzt vom Unternehmen abgeschnitten sind. Das wäre eine gute Idee. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Naja, Sie wissen von dem Maulkorb, der Ihnen vom Rat verpasst wurde.
Und wie denken Sie darüber? Sie stehen auf Ihrer Seite. Sie regen sich auf über den Widerstand, auf den wir stoßen werden. Besonders von unserer Seite. Ich könnte besser damit umgehen, wenn mein Kopf endlich aufhören würde zu brummen. Das L2 muckt schon wieder. Oh. Alles in Ordnung? Können Sie nicht Haben auf L3 Sie mal daran gedacht, sich nochmal unter das Messer zu legen? Vielleicht für ein Upgrade? Nein, danke, Commander. Ein falscher Schnitt und man erinnert sich nicht mal mehr an seinen eigenen Namen. Die L2 sind sowieso besser. Meine Fähigkeiten würden sich mit schmerzfreien L3 verringern. Und es muss schon einiges passieren, bis ich mich in der Connetics-Filiale ausliefere. Kann ich vielleicht auch verstehen. Wittere ich da eine Geschichte, Alenko? Kennen Sie die Akten über die Biotik-Ausbildung auf Jump Zero? Sie sind allesamt streng geheim, weil die Allianz Fehler gemacht hat. Nach dem ersten Kontakt bekam Connetics den Auftrag, E-Zero-Belastung nachzuverfolgen und Implantate für Menschen zu entwickeln. Sobald wir eine Botschaft auf der Zitadelle hatten, konnte Connetics Experten einbringen, anstatt es langsam anzugehen. Aha. Die einzigen Experten hätten Aliens sein können. Exakt. Turianer, um genau zu sein. Aus dem Grunde behandelte Connetics das auch vertraulich. Sie hatten Angst davor, was die Leute daheim darüber denken könnten. Die Turianer um Hilfe zu bitten, wo wir doch gerade erst einen Krieg mit ihnen beendet hatten. Warum nicht die Asari? Die Asari hätte man eher akzeptiert als die Turianer. Ja, aber die Firma ist nicht den Weg über die Zitadelle gegangen. Das hätte die Erde schwach aussehen lassen. Daher heuerten sie einfach insgeheim einige turianische Söldner an. Das ist nicht so gut. Gibt es einen Grund, warum wir das nicht auf eigene Faust hätten erlernen können? Sie wussten nicht, wo sie anfangen sollten. Himmel, es hat mehrere Jahre gebraucht, überhaupt die Verbindung zwischen Biotiken und E-Zero herauszufinden. Sie konnten von den Kids nicht erwarten, dass sie Dinge ins Rollen bringen. Sie waren vollends damit beschäftigt, sich nicht die Knochen zu brechen. Und die Wahl ihrer Lehrer war auch nicht gerade hilfreich. Naja, gut, mein, ich weiß es nicht. Ich bin mir sicher, dass Connetics tat, was sie für das Beste hielten. Es war aber nicht das Beste für uns. Sie heuerten einen ehemaligen turianischen Soldaten namens Commander Vernus an. Ein echter Schinder. Er hatte eine Art Freifahrtschein, uns zu brechen, wenn dann aus uns ein passabler Biotiker würde. Von da ab schaukelte es sich irgendwie hoch, Commander. Oha. Musste er sich nie dafür verantworten? Doch, das musste er. Aber wie alles andere auf Jump Zero fiel auch das unter den Tisch. Je weniger gesagt wurde, desto besser. Ist ja auch egal. Das ist Schnee von gestern. Ich habe es vor langer Zeit überwunden. Ich sollte mich wieder um meine Pflichten kümmern, Commander. Wir sind hier, um Geschichte zu machen, nicht um sie aufzuwärmen. Verstehe. Dann okay. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Wir haben etwas mehr über den Kaidan erfahren. Also, eine gute Vergangenheit hat er nicht wirklich gehabt. Oh, wir haben in unserem Fach von einem unbekannten Spender offensichtlich ein bisschen was zurückgelegt bekommen. So. Gehen wir mal runter. Beziehungsweise, das ist ja unser Crew. Ich wollte erstmal in die Krankenstation, weil da steht Dr. Chuck was und natürlich auch hinten drin. Ja, bitte, Liara. Commander. Was kann ich für Sie tun? Gibt's hier was Neues? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz? Nein, das hatten wir schon. Alles mal skippen. Aber die Menschheit ist schon einmal. Aber die Arbeit mit Soldaten ist. Auf Wiedersehen, Commander. Dann. Hallo, Liara. Mit ihr sprechen wir dann in der nächsten Folge. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.